Okay, Gunnar, gleich nach dem Spiel, knapper Sieg, dramatisches Finale. Erstes Statement einmal aus deiner Sicht nach dem Sieg gegen West-Wien? Ja, wir sind ja mal alle heilfroh, dass wir die 2 Punkte in Krems behalten konnten. Es war, glaube ich, vor allem in der ersten Halbzeit eine schlechte Deckungsleistung von uns. Viele technische Fehler und Fehlwürfe. Schlussendlich haben wir den Kampf dann gewonnen und einfach die geschlossene Mannschaftsleistung hat den Unterschied ausgemacht. Ja, ganz kurz auch zu deiner, zu der Leistung der jungen Spieler. Ibisch hat euch auch in der heiklen Phase eigentlich ganz viele Junge, auch dich, eingesetzt. Wie ist euch da ergangen, wie es wirklich mit einer ganz jungen Truppe in der entscheidenden Phase auf der Platte gestanden seid? Ja, wie gesagt, eine geschlossene Mannschaftsleistung ist wichtig, auch wenn wir im Spiel Rückschläge verkraften müssen. Muss einfach jeder bereit sein und dann seine Leistung aufs Feld bringen. Super, danke. Danke, ciao.